zurück zum Live-Telefon. Mindestens. Heute wunderschön, wir haben uns den kleinen Hühnerstall gekauft. Ich bin mal gespannt, ob die Paletten hier drauf passen auf den Lader, auf das Fahrzeug. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Aber erstmal gehen wir die Hühner kaufen. Ich weiß nämlich nicht, wie teuer die Hühner sind. Ich finde auch die Einfahrt hier finde ich richtig scheiße. Also im echten Leben hätte ich gesagt, was ist denn das für eine Scheiße, ich würde falsch rum einfahren. Ganz einfach. Es ist einfach so. Die ist einfach so mies, die Einfahrt. Und die Lenkung auch bei dem Fahrzeug. Und dann gucken wir mal, wie teuer sind die Hühner. Ich habe aber auch nichts gehabt zum Transportieren. Hühnerstall, genau, Start. Huhnspar, die sind ja billig. Weiß, nehmen wir 5 Hühner. Ne, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Hahn. Ja, ich... Bis weiß nicht wie viel, also wir machen die Dings, die 1000 voll. Nochmal noch zwei schwarze und bestätigen das Ganze für 1300. Was ist denn das schon? Was brauchen jetzt Hühner? Die Hühner. Die brauchen, ja, der Hahn legt natürlich alle Eier, das ist ja klar. Also wir haben 7 schwarze, 5 braune, 7 weiße, ein Hahn. Das ist mal was Schönes. Sauberkeit 0%. Ach, die müssen auch sauber gemacht werden, okay. Weizen, ja, das kann man holen. Es gibt ja Hühnerfutter. Das machen wir in diesem Part. Ja, also wir haben noch 22.000, warum haben wir noch 22.000? Das sagen wir mal ganz schnell zurück hier. Obwohl, wir holen uns erstmal hier zweimal. Palette hier. Big Packs. Holen wir uns einmal noch Weizen. Hafer. Und Weizen mit Big Pack. Holen wir uns ein. Zwei. Und den Rest könnte man ja verkaufen, also wieder zurückgeben das Geld. Oh, tut mir leid, jetzt habe ich euch mal 15.000 mal zurückgezahlt. Wie weit sind die Helfer? Oh, wir können ernten. Ganz ruhig, wenn sie unser erster Feld ernten. Der ist voll, dann muss ich mit denen jetzt abholen gehen. Jetzt kommt noch immer alles auf einmal. Das ist natürlich nicht das, was ich gerne wollte, aber es ist so schön, dass alles mal auf immer kommt. Mal was zu tun. Gucken wir mal, wir haben 16:54 Uhr. Müsste ja fast voll werden. Was hat die? Achso, der hat Stroh, ja, ja. Den brauchen wir demnächst erstmal nicht. Dann machen wir hier erstmal den Anhänger dran, fahren schon mal rüber. Und wir machen erstmal unsere Silos hier voll. Ist glaube ich mein erster Hintergrund. Mit unserem Pferd 1300. Der fährt schon wieder weiter. Der ist
voll. Wo soll das nochmal abgeladen werden? Also muss man nochmal auf der Map gucken. Getreidespeicher, okay. Ist natürlich ein kleiner Weg. Das werden wir, glaube ich, schon hinbekommen. Das wird schon klappen. Endlich schauen wir mal was weg. Und eigentlich wollte ich heute noch PlayStation VR spielen. Also mich wieder erstmal auf. Bis zum halben Todestag. Aber auch nicht. Obwohl Landwirtschaftssimulator kann man immer mal gebrauchen. Falsche Taste. Jetzt bin ich vom Dings gewöhnt. Bus-Simulator gespielt. Und das macht man ja mit E und Q blinkermäßig. Blinkermäßig macht man ja einen Blinker an. Und aus. Genau. Immer auf den nächsten Tag gespannt, wie viele Pferde dann auf immer wert sind. Ob die wirklich ein bisschen was bringen oder nicht. Ich denke mal auch schon, dass die Pferde fragt sich bloß, wie lange man die halten muss oder wie lange man sie pflegen muss. Und das ist eine ordentliche Kreuzung und Einfahrt. Von das Positive, wenn wir zu viel geerntet haben, kriegen wir sogar noch mal ein bisschen Geld plus. Bin mal gespannt, wie viel in 20.000 jetzt zu bringen. Ja. Andere Frage, also an Prozenten, wie viel bringen, nicht an Geld. Den fahren wir dann noch mal zurück. Mal gucken, was man dann als nächstes will. Wahrscheinlich müssen wir dann unseren schon abernten. Lernen. Aber uns geht ja erstmal alles ins Hofsilo rein. Ich habe noch nicht geguckt, was es an Geld gibt. Wir werden nochmal auf den Multiplayer-Server gehen. Und da mal ein bisschen Spaß haben. Mit unserem Chef Olli. Angestellten Ludwig und Menzi und Fremdfirma Enderman. Da haben wir schon ein bisschen was gemacht am Wochenende. Leider habe ich aber Besuch bekommen, deswegen konnte ich nicht ganz so viel machen. Hab nicht viel mitgemacht. Die Scheiße ist bloß, wir haben sehr viel Unfälle gebaut durch den Zug hier. Da der alleine fährt und einfach mal alles dann reinbackt. Ich guck mal, der Zug steht jetzt. Guck mal trotzdem, oh, da kommt nichts. Der ist aber hier gekommen und dann bumm, weg bist du. So. %68%. Ui. 70. Ich glaube, so viel werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen müssen. Hier werden wir bestimmt einen Haufen Geld noch im Nachhinein bekommen. Ist natürlich auch notwendig, also wenn ich überlege, was wir hier an Arbeit ransetzen, dann ist es eigentlich schon notwendig, dass wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Wir lassen hier einen Helfer die ganze Zeit fahren und verdienen jetzt. Oh, ach du ja, das sind so unser Helfer. Das ist unser Helfer, den müssen wir den machen wir ein bisschen jetzt leer. Jetzt weiß nicht, wo er seinen Tankstütz hat. Was hat man dazu Tankstütz? Ah, scheiße, da ist andere Seite. Helfer aus. Dann fahren wir mal das Rohr aus. Und ein Stückchen zurück. Der hat auch schon 64%. Aber wir wollen ja erstmal unseren leer kriegen. Danach fahren wir rüber zu denen, machen dort das Geld fertig. Bin gespannt, wie viel wir als Restgeld bekommen. Hier weiter ab. Da können wir noch mal 5 Meter hier weiterfahren. Im Moment haben wir ja keinen Helfer eingestellt, dass der uns Geld verbraucht.
Wie gesagt, wenn wir 5 Meter hier fahren, dann ist der Tank leer. Fahren wir 5 Meter vor, machen den Helfer wieder an, fahren den Anhänger weg. Dann können wir hier schon wieder ableeren. Ja, CFAC hat fast einen vollen Tank. Ich bin unterwegs zu dir, Junge. Du hast bloß einen großen Tank. Mit 7000, aber was hat denn unser? 4000? Hat ja nicht so viel. Können wir ja gleich gucken. Da müssen wir noch uns im Hühner kümmern, machen wir den nächsten Part. Ich würde nämlich sagen, der Part ist nämlich auch gleich wieder vorbei hier. Das machen wir hier viel zu viel. Oh, da habe ich jemand gestreffen, weil ich kurzzeitig aufs Handy geguckt habe. Was man natürlich nicht machen sollte, ich weiß. So. Helfer 10. Wir fahren mal hier hoch, wir machen mal die Abkürzung, obwohl hier doch ein anderes Feld ist, sehe ich jetzt erst. Baumwolle! Das ist auch so eine geile Sache, das ist was ganz Spezielles, würde ich sagen. So, vor. Angemacht und fahren wir schnell den weg. Also ein bisschen weiter höher. Was haben wir für einen Tank? 2800. Also knapp 3000 so ungefähr. So, dann haben wir den erstmal ein Stück weggefahren, damit er nicht stört. Dann komme ich mit dem jetzt hinterher wieder. Und dann haben wir uns im nächsten Part unser Hühnerfutter. Wir können die Hühner das erstmal befüttern. Ist das so? Weiß ich nicht. Hört sich zwar komisch an, aber und das Feld ist auch bald fertig, deswegen hier wird das restliche Geld noch an uns kommen. Da freue ich mich auch. Die Frage ist bloß, wenn ich jetzt durch das Abernten 100% kriege, was ich ja nicht denke. 95% bleibt es durch, oder? Jetzt auch noch mal einen Haufen Kohle beim Ernten. 8000, 9000, okay, weg mit dir. Dann würde ich sagen, steigen wir schon mal in das nächste Part rein. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann will ich einen Runden schreiben. Dann kommt darüber, mehr davon sehen wird oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Menzi. Ciao, ciao.